So, Freunde, wir sehen bzw. hören uns doch nochmal wieder, und zwar zu Probefahrt Teil 3, denn bei der letzten Autobahnfahrt habe ich noch ein paar Sachen vergessen euch zu erzählen, und ich habe jetzt auch alle Videos soweit im Kasten, die ich noch unkommentiert hochladen möchte, und die werden auch schon online sein, wenn ihr das hier seht. Das wird also so der endgültige, in Klammern, vorerst Projektabschluss werden, weil ich jetzt wirklich alles gemacht und aufgenommen habe, was ich euch zeigen wollte. Und um einfach noch mal ein bisschen über die Sachen zu quatschen und auch ein Fazit zu ziehen, weil das im letzten Video doch vielleicht relativ kurz kam, nehme ich euch jetzt noch mal mit auf die Bahn. Es ist Sonntagmittag und hat 15 Grad, die Zeit habe ich genutzt, um zu filmen, aber ich muss dazu sagen, es ist echt sauschwer geworden, überhaupt noch Zeitfenster und Gelegenheiten zu finden, vernünftig zu filmen, weil guckt euch das an, was hier los ist. Ja, ich habe gedacht, ich nehme mich jetzt noch mal mit auf ein flottes Stück Autobahn, mal schauen, ob wir überhaupt noch eine freie Stelle erwischen, wo wir ein bisschen Gas geben können. Sieht aktuell aber nicht danach aus. Ja, was habe ich jetzt noch gefilmt? Also, ihr werdet noch ein Video gesehen haben, ein Shorts-Video, wo ich mal so ein bisschen zeige, wie das jetzt mit der ganzen Ambientebeleuchtung aussieht. Also wir gehen aufs Auto zu, schließen auf. Ihr seht die Einstiegsleistenbeleuchtung, die Ambientebeleuchtung innen. Wenn ich einschalte, das Zeigerwischen, das Audi-Geräusch, was dann kommt und so weiter. Das habt ihr ja teilweise auch im Check von innen schon gesehen. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich euch das noch einmal im Dunkeln zeige, dass wir das vernünftig sehen können. Ihr habt ein Video zur Ansaugung gesehen. Da musste ich ein bisschen, sage ich mal, improvisieren in dem Video, weil das komplette Feeling, ne? Wenn du das Auto aus 50, 100, 150 Metern ganz normal am Gas irgendwo herfahren hörst schon, bevor du siehst, das kriegst du auf dem Smartphone halt nicht aufgenommen mit der Kamera. Deswegen sieht man da so ein bisschen fahruntypische Manöver, wo ich immer so, ja, sage ich mal, leicht mit dem Gas spielend irgendwo herfahre, damit man dieses Ansauggeräusch halt provozieren kann. Aber ich kann euch sagen, auch unter normaler Last ist das halt sehr präsent von außen. Da müsste man jetzt eigentlich mal, wobei es das ja auch wieder verfälschen würde, ein Mikrofon irgendwo ans Auto machen und dann halt filmen und fahren, dass man das mal hört. Aber ich denke, es kommt ganz gut rüber. Ich habe auch ein Video oder ein Teilstück in dem Video, wo man, glaube ich, sehr gut das Kupplungsschleifen hören kann, ja, wo ich dann so bergauf fahre und immer wieder so ruckartig Gas gebe. Da habe ich das auch mal ein bisschen mitprovoziert. Könnt ihr auch mal noch drauf achten, das hört man halt sehr gut raus. Und ich habe eben einmal ein 0 auf 251 Tacho-Video auf der Bahn gemacht. Da geht es so bis, ja, ungefähr 230 geht es geradeaus, und dann ab 230 geht es dann bergab. Ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Wind heute steht. Es gibt Tage, an denen bin ich da auch auf dem geraden Stück schneller, und es gibt Tage, da bin ich auf dem geraden Stück langsamer. Jetzt heute hatte ich das Gefühl, obwohl wir nur 15 Grad haben und ich das Auto vorher nicht warm gefahren hatte, dass es da auf der Geraden gar nicht ganz so gut läuft. Wenn ihr euch den Run, den wir letztens zu zweit hatten, ich sitze jetzt gerade alleine im Auto und habe ein bisschen weniger im Tank als beim letzten Mal, anschaut, da geht es wesentlich besser, bis knapp über 240 durch. Aber wenn es dann leicht bergab geht, knackt man die 250 laut Tacho. Wir sind 251 gefahren, was ich habe jetzt nicht mitgemessen, weil das mit einer App kann ich eh nur einen Screenshot machen. Und die App hat auch manchmal so leichte Ausschläge nach oben und unten. Aber das waren 245, 246 GPS, so 5, 6 km/h muss man abziehen. Zum Vergleich mit dem blauen Ibiza sind wir da 241 gefahren, mit meinem schwarzen damals, nur mit Software, ohne dem Turbo-Umbau. Auch dem Euro 5 2 Liter TDI bin ich auch so 239, 241 GPS gefahren. Wir sind also ungefähr 5 km/h hier schneller, was aber auch hinkommt, was aber letztendlich hauptsächlich meiner Meinung nach an der Aerodynamik halt liegt. Ihr werdet in diesem Video, werde ich mal noch zum Abschluss dann einblenden, was ich noch so habe an 0-100 Messungen, Screenshots, 100-200 Messungen. Ich habe eben auch noch mal eine Viertelmeile gemacht. Die hatte ich vorher noch nicht alleine gemacht. Da liegen wir so bei Tiefe 14, Mitte 14, so um den Dreh rum. Da hatte ich auch mit Beifahrer so Mitte hohe 14, so eine halbe Sekunde auch ungefähr macht da ein Beifahrer halt aus. Das habe ich auch noch mal gemessen. Ich gucke mal, was ich da dann noch habe an Screenshots. Dann habt ihr hier mal alle Daten noch in dem Video drin, was jetzt 0, 100, 100, 200 und Viertelmeile angeht. Und das eine Topspeed-Video noch dazu. Plus ja noch da, wo wir Autobahn gefahren sind, da konntet ihr ja auch sehr schön das nochmal sehen, wie das ist mit dem Fahren bis VMAX auf gerader Strecke plus halt dem Problem mit dem Getriebe.
mit dem Schaltverhalten. Jetzt werden da auch einige sagen, warum machst du denn keine DSG-Software? Da bin ich auch schon drauf angesprochen worden, jetzt nach den letzten Videos. Da sage ich euch ganz ehrlich, Turbo Performance hat gesagt, lass es. Die haben gesagt, du wirst ewig und drei Tage rumdoktern, bis du das perfekte Ergebnis hast und du wirst nie zufrieden sein. Und wenn die das schon sagen und sind so ehrlich, dann glaube ich denen das auch, weil wir haben bei der Software schon drei Versuche gebraucht. Und wie gesagt, für mich käme es jetzt nicht in Frage, zu einem anderen zu gehen und irgendwie Motor- und Getriebesoftware quasi nicht aus einer Hand zu haben. Da bin ich so gar kein Freund von, sowas würde ich nicht haben wollen. Und es gibt vielleicht die ein oder andere Firma, die das auch gut kann, aber ich weiß, die meisten tun sich halt sehr schwer mit Nacharbeiten. Ne? Und dann sage ich, wenn mir eine Firma schon ehrlich sagt, Junge, lass es, weil du wirst nicht zufrieden sein damit, dann lasse ich es auch. Na, wenn ich jetzt gar nicht selber schalten könnte und das Auto würde zwangsweise immer bei 4,5 schalten, dann würde ich sagen, okay, wir müssen uns vielleicht mal was einfallen lassen, aber so ist das überhaupt gar kein Thema. Da sage ich, weißt du was, komm, damit kann ich ganz gut leben und deswegen wird auch keine DSG-Software gemacht. Thema Sprit noch. Wir haben also auch jetzt auf der Testrunde wieder 9,7 Liter, was ja nicht verwunderlich ist, weil ich ja auch ziemlich schnell gefahren bin über den ganzen Tank, 9,6. Was auch nicht verwunderlich ist, weil davon war sehr, sehr viel Autobahn. Wie gesagt, es sind keine Spritsparwunder. Vieles liegt aber nicht an dem Motor, sondern vielmehr halt an der Euronorm, am Partikelfilter und so weiter und so fort. Und ich fahre nur normalen Diesel tatsächlich, also kein Ultimate etc., weil bei den Preisen aktuell und dem zu geringen erwartenden Vorteil, den man dadurch hat, denke ich, lohnt sich das nicht wirklich. Jetzt sind wir hier auf einem richtig schönen Bergaufstück auf der Autobahn. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Jetzt treten wir mal richtig schön rein. Getriebe schaltet relativ schnell zurück, wie man gesehen hat. Ist auch zum Glück noch einigermaßen trocken. Hier war es eben schon am Regnen. Das ist jetzt quasi das umgekehrte Stück von dem Stück, wo ich meine VMAX-Runs immer mache, hier runter. Jetzt sieht man, hier geht es schon ganz gut bergauf. Hier muss ich auf jeden Fall manuell jetzt schalten, weil ansonsten rödelt sich das Getriebe durch. Und was ich damit zeigen will, das Auto hat halt auch, wenn du hier bergauf fährst. Na klar, es ist kein Rennwagen, das wissen wir alle mit den Motoren. Aber du kannst auch hier rauf ohne Probleme 200 fahren und das ist ja das. Ne? Es geht nicht nur darum, was habe ich, wenn ich hier geschönt unter Idealbedingungen fahre, sondern das Auto hat in jeder Lebenslage halt mehr als genug Leistung und zieht auch hier steil bergauf ganz gut durch. Jetzt sind wir an dem Stück, wo es flacher wird, sind wir trotzdem bis 210 gekommen und also ab hier werde ich dann bergab schneller. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir weiter hier hochkommen, schön frei. Können wir doch nochmal richtig durchziehen. So, siebter Gang. Und wie gesagt, wenn ich überlege, dass ich an einem Sonntagmorgen extra losfahren muss, um sowas zu filmen, und guck mal, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Gegenseite, da ist auch Verkehr. Ich habe ewig da rumgestanden, eben bis ich eine Stelle erwischt habe, dass ich mal da komplett durchziehen kann ohne Verkehr. Hier passt jetzt glücklicherweise. Und auch hier hoch jetzt, jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf, 2,27. Auto hält auch weitgehend die Geschwindigkeit, auch wenn es leicht bergauf geht. Und wir fahren also jetzt auch hier rauf über 220 GPS und das reicht völlig aus. Jetzt gehen wir vom Gas. Konnte ich euch also auch nochmal schön mitnehmen. Hier die Kurve weiß ich noch damals mit dem ersten Ibiza mit Federn noch, die übelste Mutprobe mit 200. Hier rollst du jetzt einfach durch, überhaupt gar kein Problem. Und dann sind wir jetzt im tempobeschränkten Teil wieder angekommen. Also ich denke mal, es ist, muss ich sagen, ein wenig schwieriger geworden mit dem Filmen. Wir wollten auch mit der Ansaugung das gestern machen, dann nehmen wir mal einen Tempomat. Ich nutze ihn so selten. Machen wir mal an, hier ist 120. Tun wir mal so, als würden wir immer, was wir natürlich machen, verkehrskonform fahren und fahren noch 120. Schalte ich euch die andere Ansicht mal wieder an, dann könnt ihr auch sehen, wir haben 120 Grad Öltemperatur jetzt rund. Wir wollten dann gestern filmen und egal wo du unterwegs bist, wenn nur eine Menschenseele irgendwo mal herläuft und du fährst da einmal her und fährst nicht ganz normal oder da sieht jemand, da steht einer an der Straße und filmt direkt, was soll das, Lärmbelästigung, ich rufe die Polizei. Lärmbelästigung mit einem Diesel, der im dritten Gang mit 50 daherfährt und zweimal vom Gas geht, damit man die Ansaugung hört. Großes Kino, ne? Und
ja, ne, du musst dir halt wirklich schon spezielle Zeiten raussuchen, an denen du halt fahren kannst und so weiter. Ich mache das super gerne mit YouTube, ne? Alles kein Thema. Ich freue mich immer, wenn alles im Kasten ist. Und mir war das auch wichtig, das hier nochmal ordentlich und vollständig abzufilmen und nicht irgendwas übers Knie zu brechen und zu sagen, wir machen jetzt hier schnell, schnell, sondern das alles im Kasten zu haben. Aber selbst heute an einem Sonntag, wo ich so dachte, ja, pff, easy, ne? Bist du unterwegs, wird gar kein Problem und wirst keinen Verkehr haben, musste ich gucken, dass ich halt alles irgendwie zusammenbekomme, was jetzt immer noch nicht so perfekt funktioniert hat, wie ich das gerne hätte, aber ich habe jetzt zumindest alles im Kasten, dass ich das mit insgesamt diesem Video plus halt noch Ansaugung plus dem Shorts-Video, wo das Auto im Dunkeln ist, plus dem VMAX-Run sind nochmal insgesamt dann die drei unkommentierten Videos und ja, drei Videos haben wir dann gehabt, wo wir auf der Fahrt sind. Wir haben drei Vorstellungsvideos gehabt und wir haben den Teaser gehabt. Das heißt, wir haben 10 Videos nochmal zusammengebracht, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe zu dem Auto. Und ja, mein Fazit. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, die Eingangsfrage, warum ist das das beste Auto, was wir hatten bisher? Es ist das beste Auto, was wir bisher hatten, weil die Leistung reicht völlig aus. Das ist für mich, ich will nicht sagen spaßiger als mit einem schnellen Auto, aber du hast halt einen Leistungsbereich, in dem du das Auto sehr gut fordern kannst. Du kannst das Auto auch relativ leicht mal ausfahren, auch auf der Autobahn, so wie eben. Ich kann euch sagen, dieses Bergaufstück war mit einem Ibiza Cupra, musste ich bei 260 vom Gas, weil es einfach nicht mehr schön war. Du kannst das Auto laufen lassen, auch auf der Landstraße. Hast Spaß und das Auto fühlt sich nicht die ganze Zeit völlig unterfordert an, aber die Leistung reicht auch in jeder Lebenslage aus, um sich gut motorisiert zu fühlen. Also weniger dürfte es nicht sein, auch bei dem Gewicht und alles, aber so wie ihr eben gesehen habt, an dem Bergaufstück, fahr da Serie hoch und du kriegst eine Krise, so ist das halt völlig in Ordnung. Das Auto ist das mit Abstand komfortabelste Auto, was wir bis jetzt hatten, muss man sagen, mit riesigem Abstand. Das ist wirklich unglaublich, was natürlich auch dem Fahrwerk großteils zu verdanken ist, das muss man auch ganz klar sagen. Aber auch an sich halt von der Charakteristik her, diese Mischung, du fährst super entspannt, super zügig. Du kannst quasi, gleichzeitig hast du ein Reisekomfortmobil und ein sportlich angehauchtes Auto. Ich sage bewusst sportlich angehaucht, weil, wie gesagt, das ist weder geradeaus noch in Kurven ein Rennwagen, aber es macht halt Spaß. Und es ist trotzdem sehr schön knackig zu fahren. Ja, wir haben natürlich ein schönes Paket im Moment, was halt den Unterhalt angeht. Die Spritkosten sind, klar, der braucht weder wenig, noch sind die Benzin- oder Dieselpreise aktuell besonders niedrig. Aber das ist absolut im Rahmen. Wir können jederzeit damit Gas geben, wie wir wollen, ohne dass uns das Auto die Haare vom Kopf frisst. Versicherung sind 70 € im Monat mit Schadensfreiheitsklasse 12 oder 13, was ich jetzt habe, seit ich Auto fahre, weiß ich gar nicht genau. Irgendwas um die 37, 39%, ich weiß es gar nicht genau, deswegen mit Vorsicht. Und Steuern sind 340 € im Jahr, glaube ich. Der Cupra hatte 192 €, aber die 150 €, die haben wir nach 5000 Kilometern gefühlt schon raus mit Sprit. Einfach durch den weniger Verbrauch, auch wenn Diesel und Benzin im Moment ungefähr das gleiche kosten. So viel halt zu dem Thema. Hast natürlich auch eine gewisse Wertstabilität, das ist auch klar. Und an sich halt einfach, das Auto fühlt sich super sicher an, das Auto fühlt sich super komfortabel an. Man hat eine tolle Sitzposition hier drin mit den Sitzen. Man fühlt sich wirklich besser eingebaut und eingeschlossen als in den Kompaktautos, weil man auch tiefer sitzt. Ja, ne? Die Qualität ist jetzt nicht die allerschlechteste, muss man halt auch dazu sagen. Und der Wohlfühlfaktor und der Sicherheitsfaktor und der Vertrauensfaktor ins Auto ist halt einfach extrem, extrem hoch. Und das hat so noch kein anderes Auto einem halt gegeben. Und deswegen sind wir super zufrieden. Womit wir halt nicht zufrieden sind, muss man auch ganz klar sagen, ich hätte gerne die fehlende Ausstattung, also die fehlenden Assistenzsysteme, Progressivlenkung, Schaltwippen und Panoramadach. Ist jetzt kein Beinbruch, hätte ich aber gerne, kein Thema. Was fehlt, warum zum Beispiel ein Audi TT das hat und der hier nicht, ist die Memory-Funktion der Sitze. Das ist für uns nervig, weil wir ständig den Sitz manuell einstellen müssen. Warum ausgerechnet der beste Sitz in diesem Auto keine Memory-Funktion hat, verstehe ich nicht. Ja, das Getriebe auf jeden Fall, das wäre noch so ein Thema, aber wie gesagt, das wird bei diesem Auto halt nichts mehr werden. Es sei denn, jetzt sagt mir jemand, ich habe DQ381 bei dem Motor hier, ich kenne das Problem, habe ich schon gemacht, ganz genau analysiert, weiß ich genau, was zu tun ist, komm hier hin, wir machen dir für Euro X das Getriebe, bin ich sofort da. Wenn mir jemand erzählt, ja, machst du mir DQ381, ja, also 1000 Mal gemacht, aber wahrscheinlich nicht in der Kombination hier, vor allem mit Software drauf. Das ist noch so ein Punkt, der halt negativ ist. Ansonsten würde ich halt gerne noch ein bisschen mehr vielleicht Funktionen beim Virtual Cockpit haben, wie zum Beispiel im Cupra, du schaltest ab und bekommst diese Fahrtenübersicht nochmal angezeigt. Das wäre noch ganz nett, wenn sie die Funktion hier noch mit drin hätten.
so ein paar Sachen so bedienmäßig, ne? Der Golf hat dieses, der Seat Leon hat jenes, der A3 hat dann wieder was anderes, da könnte man so ein bisschen aus verschiedenen Welten noch verheiraten. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas kodieren kann, aber da wäre sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, was man noch machen könnte, aber das ist halt Meckern auf hohem Niveau und ich sag mal, wenn, oder wir werden auf jeden Fall ja noch weitere Autos im Leben bekommen, wo man sich dann wieder verbessert. Na, ich weiß nicht, Zukunftsaussicht, das Auto hat bis 2025 Garantie und unser Wartungsvertrag, wo wir halt kostenlos Service, Bremsen und so weiter bekommen, deswegen ist hier übrigens auch kein Stahlflex drauf, der läuft noch so lange, den haben wir halt mit ausgehandelt, den haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, dann dankenswerterweise für 20 Euro statt für 50 Euro im Monat bekommen, was er normal kostet. Da handeln die halt auch immer ein bisschen mit dann bei Audi und sagen, hier, so und so, können wir euch anbieten, dafür geben wir weniger im Preis runter, ist halt dann eine Win-Win-Situation, für dieses günstiger als 1000 Euro runterzugehen und ich spare die 1000 Euro halt sowieso im Vergleich zu, wenn ich die Wartung selber mache, als auch zum Preis des normalen Wartungsvertrags natürlich, den ich aber auch nicht abschließen würde. Haben die auch fairerweise gesagt, macht das nicht für 50 Euro, aber für 20 Euro ist ein gutes Angebot. Und dann ist die Frage, haben wir bis dahin Tempolimit? Kann man bis dahin überhaupt noch relativ frei mit einem Verbrenner halt fahren? Wie wird das sein? Ein ewig gehegter Traum ist ja ein Audi TT, muss ich ehrlicherweise sagen. Ob es ein TTRS mit OPF ist, weiß ich nicht. Ohne OPF wäre mir dann schon zu alt. Ein TTS möglicherweise, je nachdem, was bei den neuen Motoren so passiert. Die sollten auch halbwegs bezahlbar sein. Ist halt nicht das praktischste Auto, aber ich liebe die Kisten halt einfach. Ansonsten bin ich mal gespannt, was Audi so auf der e-tron-Schiene macht. Nicht, weil ich besonders begeistert davon bin, was bei der Elektromobilität aktuell passiert, aber der RS e-tron GT ist, glaube ich, das erste Elektroauto, was mir jemals wirklich gefallen hat. Optisch halt alleine schon, was ja schon traurig ist, dass einem die meisten Autos in der Sparte nicht gefallen, weil die immer noch alle aussehen müssen wie Raumschiffe und UFOs, wobei es inzwischen ja besser geworden ist. Da wird man zwangsweise gucken müssen, was da passiert in der Sparte, wenn es denn dann wirklich irgendwann so sein soll, dass es das Einzige ist, was noch übrig bleibt, was man fahren kann. Dann muss man sich ja damit mal zwangsweise auseinandersetzen. Ich hoffe es nicht, weil ich höre zu den Leuten, die Petrolheads sind und das lieben, was wir haben. Aber ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das kann man vielleicht mal noch so als Aussicht sagen. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass wir uns jetzt 3 Jahre hier nicht hören und ich dann mit dem Auto hier stehe, was ich jetzt angesprochen habe mit dem TT. Ich würde es mir zwar wünschen, aber irgendwas wird vorher passieren. Ne? Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, dass wir mal noch andersartige Videos machen oder Livestreams oder irgendwas mal drüber reden, meinetwegen auch, kann man machen, wenn man das sachlich und vernünftig argumentiert, so wie man dazu steht, zur aktuellen Verkehrspolitik, Entwicklung und solche Geschichten oder wenn man mal über andere Autos reden soll, vielleicht habe ich auch die Gelegenheit, nochmal irgendwas Probe zu fahren oder vorzustellen, wo ich euch mal mitnehmen kann. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich habe auch Kontakt übrigens zu dem derzeitigen Besitzer vom Cupra 6P, der steht in Österreich. Vielleicht kommt da mal noch was zustande, schauen wir mal. Aber ja, wir sind am Ende. Viel Laberei, aber ich wollte nochmal alles mitnehmen, damit ihr jetzt wirklich alle Informationen habt und ich euch alles erzählt habe zu dem Auto, was ich euch sagen kann. Ich hoffe, diese Reihe hat euch Spaß gemacht, das Fremdgehen sozusagen, wobei es halt kein Fremdgehen, sondern quasi ein Partnerwechsel innerhalb von VAG jetzt vorerst mal zu Audi war. Ich hoffe, die Videoreihe hat euch gefallen. Mir hat es trotz aller Umstände beim Filmen wie immer sehr viel Spaß gemacht, zu filmen, die Videos zu schneiden, hochzuladen, mit euch drüber zu reden, die Kommentare zu beantworten und einfach auch zu schauen, wie sich die Videos über die Zeit entwickeln. Und ich würde sagen, bevor die Ampel jetzt grün wird, beende ich das Video. Viele, viele Grüße gehen raus. Ich würde mich freuen über ein Abo, über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar. Und wir sehen uns garantiert wieder. Ich weiß noch nicht genau, wann, wie und womit. Ansonsten hört ihr von mir im Community-Tab. Checkt die Social-Links aus. Auf Discord halte ich euch immer auf dem Laufenden. Und ich würde sagen, wir hören uns. Haut rein, euer Spider2MW. Ciao.